Das Allerschlimmste ist, in der Wohnung auf dem WC zu sitzen und kein Toilettenpapier mehr haben. Das Schlimme ist, man merkt es immer erst, wenn man schon auf der Toilette sitzt. Wenn man sitzt so dort, dann macht man so den normalen Griff. Also vielleicht ist es noch ein Blättchen. Und dann passiert immer das Gleiche. Dann musst du irgendwie vom WC aufstehen. In die Küche. Nach irgendeinem Küchenpapier suchen oder so. Und es gibt so verschiedene Arten, wie man das machen kann. Es ist ganz schwierig. Also, ich habe angefangen mit dem T-Rex. Ja? Du machst so... Wieso auch immer die Arme dann auch so sind? Unerklärlich. Es gibt aber auch den Cowboy. Man kann auch den Teletubby machen. Aber am besten funktioniert eigentlich Kim Kardashian. Dann kommst du irgendwie in die Küche, wo es hoffentlich noch Küchenpapier hat. Wenn nicht, ist es meistens IKEA-Servietten. Die kleinen, weil sie so herzig sind. Oder, in der schlimmsten Fall, ist mir mal passiert, habe ich müssen auf ein Zwiffeltierchen ausweichen. Ist aber ohne Witz sehr weich gewesen. Und, kleiner Vorteil zum Schluss, hat auch noch Staub entfernt. Also,